Guck mal, du hast da in dem Schild, siehst du diese beiden Lederriemen. Die benutzt du gar nicht. Stimmt. Bestimmt, wenn du ihn zweihändig nimmst oder in die rechte Hand. Also ganz ehrlich, ne, wenn ich mein Schild in einem Punkt fixiere und jetzt ja jemand gegenschlagen Ja. sollte, dann schlägt mir das Ding entweder gegen das Schienbein oder gegen das Gesicht. Aber nee, mach's. Wenn du Dreieck gedrückt hältst, nimmst du dein Schild zweihändig. Echt? Halt mal gedrückt. Dann nimmst du ihn auch nicht mit den Lederriemen. Vielleicht so ein bisschen, aber. Nee, irgendwie nicht. Was passiert denn dann, wenn ich das tue? Jetzt, Noch ein stärkerer Block, oder? Der Angriff wird auf jeden Fall stärker, den du jetzt damit einsetzt. Genau, das ist halt total bescheuert. Also, du musst dein Schild eigentlich nicht zweihändig nehmen. Ob der Block stärker wird, kann ich dir gar nicht genau sagen. Vielleicht ja. Also würde jedenfalls Sinn machen irgendwie, Irgendwie ne? ja, Wenn ne? ich etwas zweihändig festhalte, bin ich damit Oder dass du vielleicht sogar einfach nur weniger Ausdauer verlierst, ne? Sowas in der Art. höhere Haltung, ja, Ja. irgendwie sowas, ja, macht irgendwie Sinn. Naja. Aber das würde ich mir zum Beispiel auch freuen. Deswegen, also Sekiro hier, was ich da in dem Video gesehen hatte, mit dem Schild. Oh, ach so, das meinst du. Ich habe mir nichts Neues angeguckt. Ich weiß, was du meinst, diesen Ringschild, der so ausfährt. Soll ich noch was erzählen? Hast du dich informiert? Nein, habe ich nicht. Okay. Na, Dann ist ja gut. habe Ich ich noch nämlich nicht, habe auch ich noch nicht. nicht und ich werde mich auch überraschen lassen. Ich Ich bin habe auch schon gespannt. diverse Newsportale geblockt bei Twitter und Leute nicht abonniert, also deabonniert und so. Einfach nur, weil ich nichts hören will. Ich hoffe, dass man sich hier wieder beschwört. Ja, hier kann ich mein Symbol setzen. Willst du dein Symbol setzen? Irgendwie taucht es nicht. Ah. Wahrscheinlich bist du beim Schreiben da hinten gegangen und hast den Bereich wieder verlassen. Bin ich nicht. Das wäre jetzt die einfachste Erklärung. Jetzt hör auf, jetzt stell dich nicht an. Aber so war es nicht. Wer ist das? Das hier ist der Schattenwald und das sieht aus wie so ein Geist, aber tatsächlich ist es ein Feind. Im Schattenwald ist alles sehr düster und neblig. Mit Folge 32 sind wir übrigens. Hallo. 32 schon, wow. Da scheint die Gib Sonne mir dein durch. Gesicht. Ey, langsam könnte es echt sein, dass deine Seelenerinnerung, dass der Unterschied zu groß ist, weiß ich nicht. Das machst du ganz gut. Yeah. Und Idiot. guck mal bitte ganz kurz deine Seelenerinnerung an. Ah, ich hab's gerade gehört, es ist da. Aber trotzdem, lass mal gucken. 1.080.000, ich habe 1.115.000. Also, 35.000 mehr. das geht noch. Ja, du gehst auch heimlich farmen. Nee, ich habe die Narrenhandschuhe an. Und du nicht. Ja, sieh sie aus. Bäh. Ja, Meinst du? was soll das? Aber ja, ich Was soll das? verstehe es ja Geteiltes Leid. wegen der. Ja, nein, wir leiden jetzt zusammen. Das Aber heißt, du hast auch du Nachteile. schreist mich auch immer so an, das merkst du schon ein Ja. bisschen. Hexerhandschuhe. So, sitzt fertig. Weißt du, Und was ich gerade Hexerschuhe. gemacht habe? Puh, Ja. oh Mist. Hast den Typen abgehauen? Ich habe den abgehauen. Ja. Der hat keine Chance. Den kannst du übrigens auch nicht anvisieren, die Typen im Nahkampf. Ja, das macht nichts. Weil du kannst hier mit deinem Bogen ganz gut anvisieren. Puh. Ja. Der guckt nicht im Geil. Pfeil hinterher, ne? Ja. Oder du hast seinen. 20 Pfeile von vorne kassiert, weißt du, und dann plötzlich so, hinter mir ist irgendwas. Was ist da? Oh Mann, hier drin wird's richtig neblig. Okay. Ja, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Wir halten uns links. Okay, wir halten uns links. Wir halten uns links. Oh. Soll ich vielleicht vorgehen? Ja. So mit meinem fetten Schild und so. Hier sind alle Geister irgendwie gefährlich. Also, einige sind halt menschliche Spieler, die du Ja. siehst, andere sind tatsächlich Feinde. Hier ist schon mal gut. Eine Seele und Menschenbild. Okidoki. Alles klar. Hier ist tatsächlich ein NPC, man mag es kaum glauben. Wo? Und ein Feuersamen, ja. Da drin? Guck mal, da ist ein Kopf. Da liegt ein Kopf rum. Ach, guck mal, da ist ein Kopf. Ja. Und wenn du genau hinsiehst, dann siehst du, er liegt in dem Arm einer Frauenstatue. Erkennst du das?
Ich sehe einen Kopf. Genau, da ist der Kopf von der Frauenstatue und so unterhalb ist ihr Arm. Ah, jetzt. Hm? Okay, gecheckt, ja. Er liegt im Kopf und es ist tatsächlich ganz wundervoll, dass er das, dass er da so rumliegt. Und ja, mit dem kann man sprechen. Na du? Ein Kopf. Mach das mal. Ich suche mir derweil. Ja, mach das mal. Da war auch nicht. Nein, ich warte natürlich auf dich. Du kannst dich auch gerne umgucken. Ich kenne das Gebiet. Und soweit ist es nicht. Warten. Soweit ist es nicht zum Leuchtfeuer. Vengal, Vengals Kopf. Ja, es ist aber ganz schön neblig hier. Das ist der Schattenwald. Blöd, Mann. Yeah. Noch jemand? Bist du fertig? Oh. Ja, er hat sehr viel. Hey, jetzt komm schon. Und er hat so eine sanfte Stimme. Echt jetzt? Hm. Sieht nicht so aus. Er ist einfach zufrieden. Er hat seinen Körper verloren und ist in einem absolut zufriedenen Zustand. Naja. Deswegen ist keine Magenschmerzen mehr. Mhm. Keine Bedürfnisse mehr. Wirklich? Aber die Bedürfnisse kommen doch nicht rein, nur aus meinem Körper. Nein. Nicht? Nö. Kopf brauche genauso, genauso meinem Stoffwechsel unterlegen. Das ist ja mit Körper gemeint. Also das naja, darfst du jetzt nicht so physisch betrachten. Wie wird denn jetzt? Du musst es so sehen, dass hier nur noch seine Seele liegt sozusagen, sein Geist, sein Bewusstsein. Plus sein Kopf. Ach, das ist halt symbolisch gemeint. Achso, okay, alles klar. War offensichtlich schon wieder dumm. So, ganz schön neblig hier. Und er warnt uns vor seinem Körper. Der läuft noch irgendwo rum ohne seinen Kopf. Ja, der soll mal kommen. Die blinde Sau. So, kommst du? So, ja, ich leg das hier mal durch. Hier waren keine Gegner mehr. Geste lernen, lustig, oder? Der Typ ohne Körper kann mir eine Geste beibringen. Haha, Kopfabgeste. Huh. Ja. Claymore und Großschwert kannst du kaufen, Pfeile, Zerstörungsgroßpfeile, Blitzsachen, Goldharz und Zauberbarriere. Ein Wunder, das brauchst du wahrscheinlich. Aber das kannst du, glaube ich, auch woanders kaufen. Mal gucken. Was kostet das? 2700. Okay, merke ich mir. Okay. Habe ich dabei. Kaufe ich dann direkt. Dann habe ich's. Dann brauchst du nirgendwo mehr kaufen. Wenn du es nicht schon gekauft hast. Dann habe ich's ja. Auf jeden Fall. Braucht man das? Du, ja. Okay, kommst du jetzt her? Oh, was ist denn los? So viel zum Thema keine Bedürfnisse. Der hat ganz schön das Bedürfnis zu reden. Wenn du ganz doll lange mit ihm redest, dann schenkt er dir noch was. Hast Why du denn quasi befriedigt? So confounding. Nein, ich erinnere ihn an die Freuden der Konversation. Ja? Yeah? Danke, dass ihr euch mein Gefasel angehört habt. Hier, nehmt dies. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vengals Helm. Ha, witzig. Und er hat ihn immer noch auf, ich weiß. Naja, eine wundervolle Figur in diesem Spiel. Wenn du dich links hältst, da sollte nichts mehr kommen. Da hinten liegt ein Item rum. Ja, okay, wenn du das jetzt machst... Also die Treppe, die du gerade hochgelaufen bist, die führt tatsächlich zum nächsten Leuchtfeuer, aber wir können das Gebiet trotzdem noch weiter erkunden. Okay, hallo. Hi. Hier ging's hoch, ne? Ja. Ja. Da ist das Leuchtfeuer, aber hier ist noch einiges mehr. Oh, hier läuft einer rum, direkt vor uns, siehst du ihn? Ich hab's probiert. Aber... Irgendwann ist da auch ein Abgrund, ne? Am Ende des Gebietes, also nicht einfach... Natürlich. Natürlich ist da ein Abgrund. Natürlich, was sonst? Hier? Ich laufe hier mal hoch. Da ging es zu dieser Truhe. Es ist nichts zu sehen. Oh, irgendwas passiert. Chlorantiering plus 1, Alter. Ey, will ich haben. Ja, glaube ich. Willst du meinen haben? Nö, da bin ich eigen. Okay, ich glaube, du bist verfolgt. Du bist verfolgt. Oh.
das Vieh denn? Ja, die sind unsichtbar. Das ist ja das Witzige im Schattenwald. Dass die hier unsichtbar sind. Warum siehst du die? Ich hab sie nicht ich gesehen. Man sieht ihn so ganz leicht in seiner Unsichtbarkeit, weißt du? Ich habe ihn hinter dir herlaufen sehen. Man sieht ihn in seiner Unsichtbarkeit. Da hat gerade jemand einen Pfeil auf mich geschossen. Ring der alten Sonne. Irgendwo hier ist noch ein. Da ist noch einer. Hier, hinter dem Baum. Oh, schon wieder erwischt. Da war schon wieder einer, oder? Schon habe ich ihn noch gesehen. Ja. Also das ist schon eine fiese Sache. Jo. Aber die Silhouette sieht man ja dann doch. Ja. Okay, ich glaube hier ist wieder. Oh, da hat einer geschossen. Hast du den Pfeil auch gesehen? Ich habe da nichts dazu beigetragen. Ich auch nicht. Oh, ein Item. Lloyds Talisman. Meistens wird man in den Rücken gestoßen, wenn man ein Item aufliest, weil die dann halt einfach schon bereitstehen. Ne, hier geht's wieder zum Leuchtfeuer zurück, okay. Zum Anfang. Oh, ich sehe einen. Geradezu. Ein paar Items liegen noch in der Mitte des Waldes rum. Hier zum Beispiel. Siehst du jemanden? Nein. Ich auch nicht. Da, da. Wo? Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich bin. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Okay, jetzt habe ich erwischt. Nein, da ist noch einer. Habe ich. So. Ich höre jetzt mal. Ich Ausdauer ist hier mein Schlüssel. Ja. Gracias. Da schon wieder ein Pfeil von irgendwo. Da ist er. Machst du den tot? Hier ist so ein, wieder so ein Fluchfass. Das muss man kaputt hauen, damit es eigentlich verflucht. Da liegt ein Item. Gelbes Kraut, sehr schön. Ansonsten habe ich mich völlig verlaufen. Ah, hier ist eine Truhe. Da ist garantiert irgendwo ein Typ. Da, siehst du? So. Sicher? Nee, der ist tot. Klarer Blausteinring plus 1, der verschnellert meine Zaubereien. Also, dass ich sie noch schneller einsetze. Das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, das waren im Wesentlichen die Items, die es hier so gibt. Okay. Ich folge dir. Ja, drei Ringe lagen hier rum und halt ein paar Seelen und so. Mhm. Okay, ja. Ansonsten geht's hier hoch zu dem nächsten Leuchtfeuer. Schluss mit Nebel. Mhm. Und hier unten, da ist es schon. Tada! Jo, das können wir jetzt in deiner Welt machen. Bis dahin. Alles klar, Mann. Alles klar. Das läuft. Melden wir. Überschattete Ruinen, so heißt der Ort. Gut, aber wir sind gehen zur zerstörten Begabelung. Jo, jo, jo. Also wenn man sich an die Reihenfolge der Leuchtfeuer in der Übersicht hält, dann hätten wir hier auch schon eher hingehen können, bevor wir ins Loch gegangen sind, aber ist völlig egal. Oh, ich finde es ganz angenehm für die Typen, ein paar weniger Schläge zu brauchen. Ja. So, wenn du magst. Mhm.
Gutes Trefferbild. 100%? Nö, nee, die letzten zwei gut im Kopf gesetzt. Obwohl so bewegend. Also. Ja. Wo bist denn du? Obwohl ich niemals in den Kopf schießen würde. Ich glaube, du musst noch weiter reingehen, oder? Ich weiß nicht ganz genau, wann man. Obwohl, wenn du deinen Speckstein aktiv machst, dann siehst du es ja, wann du. Also hier auf jeden Fall. Da. Ich überlege, den Ring zu nehmen. Also hier in dem Gebiet bringt er mir nichts. Na egal, erstmal nicht. Ja, hier siehst du sie halt noch ein bisschen, ne? Aber sobald du in den Nebel reingehst, nicht mehr. Moin. Moin, moin. So, du bist da? Mhm. Sehr schön. Lass mal irgendwas kaputt machen. Aber richtig Schrott. Ja. Jo, cool. Ja, bis zu Bengal ist das immer alles ganz locker. Ich kann einfach mit ihm quatschen, ne? Mhm. Haha. Was denn? Ich hab die Kopfabgeste gemacht. Du! Ach, guck mal. Ach, siehst du. Dann hätten wir das auch geklärt. Mhm. Jo, nö. Wiederholt sich, ne? Ja. Mhm. Sobald du den Helm bekommst, hast du alles gehört. Gracias. Achso, ja, den Helm, ne? Oh, Moment. Ui. Ja, ein bisschen bist du dann drüber. Bisschen zu aber schwer, aber trotzdem. Mhm. Ja, gut, ist aber. Obwohl es nicht weit entfernt. Gut. Ist immer noch mit allem besser. Du müsstest aber schauen, ob du die auch noch aufwerten kannst, ne? Ach, es geht ja, in dem Spiel das ja auch. Das gibt's ja auch noch. Ach du Scheiße, ey. Auf wie viel geht? Habels Rüstung zum Beispiel? Plus 5 dürfte das sein. Das ist dann langsam dann interessant, ne? Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall bei den richtig krassen Rüstungen. Ja, wenn du sie erstmal einmal tragen kannst, ne? Genau. Weil schwerer werden die dadurch ja nicht. Dann war das offensichtlich noch das Abbild von irgendeinem anderen Spieler. Es gibt ja einige Bäume mit Gesicht. Es gibt was? Einige Bäume haben ein Gesicht und wenn du die angreifst, dann machen die so ein Geräusch. Oh, hier, bei mir. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da, wo mein Name steht. Ja, das ist sehr verschwindet manchmal. Also, hinter den Bäumen. Ja. Einer ist slapp? Tot. Einer ist tot, ja. Gut. Hier geht's hoch zum Leuchtfeuer, also können wir hier weitergehen. Da, der Baum hat zum Beispiel ein Gesicht. Ah, hier auch. Mhm. Hörst du es? Nö. Jetzt. Ah. Vielleicht lockt das sogar Feinde an, das weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Oh, da ist einer. Boah, die haben so. Alter! Okay, heilen. Okay, stopp, erstmal. Erstmal heilen. Halt, stopp! Okay, ich geh mal zur Truhe. Mhm. Ja, sag mal. Chlorantiering plus 1. Wiegt natürlich auch ein bisschen mehr. Aber. Scheiße. Oh. Ich brauche Belastung, ey. Ich bin wirklich.
Hier ist ein Typ. Wo? In der Richtung, wo ich laufe. Nee, doch nicht. Meistens stehst du mir im Weg. Okay. Das kann gut sein. Da ist einer, direkt vor dir. Gesehen. Und da hat noch einer, sobald du die Truhe öffnest. Ja, dann... Lass mich einfach mal... Mach mal. ...ins Leere schlagen. Mach mal. Ring der alten Sonne. Na, sehr gut. Okidoki. Boah, der hat sich gerade neben mir materialisiert. Der ist plötzlich einfach da gewesen. Einfach so? Was ist denn das jetzt? Soll der Quatsch? Der hat die Macht. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Oh, da ist einer. Was? Wieso reagieren die eigentlich nicht auf mich? Der wollte gerade einen Pfeil schießen. Ja, wieso macht das dann nicht einfach? Und ich habe ihn gesehen. Ich laufe die ganze Zeit blöd rum und so, nichts passiert. Oh, jetzt zahl es mal. Bin ich dafür zu dick? Ist das einer oder ist das ein Spieler? Das ist ein Spieler. Okay, wir sind wieder am Ausgang. Okay. Quer durch die Mitte. Genau. Dann ist gut. Dudum, dudum, dudum. Vielleicht noch ein, zwei Items abgrasen. Noch irgendwas haben, sehen, finden. Das wäre wunderprächtig. Das läuft relativ links, ne? Ja, 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 ich komme wieder zurück. In der Mitte scheint so eine Art. Da ist einer. Da genau. Boah, ey. Wie schnell die auch ihr Schwert ziehen. Ja. Blutfleck. Jo. Du hast alle drei Ringe, hast du den. Achso, irgendwo liegt noch eine Truhe in der Mitte rum mit dem Zauberring. Den brauchst du überhaupt gar nicht, aber ist ja trotzdem nett, das mal zu haben. Ja. Ah, nee. Nee. Das boah, da bin ich aber weit abge... Ja, ist krass, ne? Ja, links abgewandert. Wie man sich hier verläuft. Also, ich weiß noch, dass die Truhe neben einem der dickeren Bäume stand. Hier. Ah ja, alles klar. Oh, hier kann ich. Bin hier auch. Ich hab einen. Ich auch. Gut, hast du einen Ring? Nee. Nee, aber gleich. Los, mal auf das Moped. Klarer Blausteinring. Ja. Oh, warte. Ist einer. Ich hatte irgendwas gehört. Da, Pfeil hinter mir. Irgendwo. Ja, wo denn? Da, jetzt ist er bei dir. Na, der rollt aber gut. Ja, da bist du schon ganz richtig, glaube ich. Ja, wer steht hinter dir? Da. Okay. Joa. So ein Arsch. Okay. Ach, hier ist die Klippe, also müssen wir in die andere Richtung. Ziemlich genau hier lang. Schloss mit Nebel. Richtig. Da sitzt er wer. Erstmal, genau. Ja, wir können noch ein paar Minuten bei dir weiterlaufen in dem Gebiet. Aber so ganz weit kommen wir jetzt auch nicht mehr. Jo, wie du magst. Ja, laufen wir noch ein bisschen weiter. Jo. Ich weiß gar nicht, wie oben das ist. Ach so, ganz klassisch. Das war einer von denen. Ja, genau. Ich dachte, das ist irgendwie ein NPC oder so. Der sah so friedlich aus. Genau, das sollst du auch denken. So ein Arsch und voll reingetappt in die Falle. Ja. Ja, da müssen wir noch nicht runter.
Könnte man, muss man aber nicht. Oh, warte, da ist noch eine verfluchte. Das ist, glaube ich, über uns in dem Fall. Ja. So, hier könnte so eine Art Falle sein. Ach, das ist schon cool, dass du die zerstören kannst mit dem Bogen. Mit den großen Eisenpfeilen. Oh, scheiße, ich bin irgendwie. Ah, da, klar. Jetzt habe ich gerade. Das Gute ist, ich bin immun, ja. Ich kann als Phantom nicht verflucht werden. Ach Quatsch. Eben. Zwar wird bei mir dieser schwarze Raucheffekt angezeigt, aber ich. Mein Balken nicht. Das ist ganz cool. Echt jetzt? Guck mal, da ist sogar noch eine Truhe da hinten. Das heißt, ich kann einfach zu den Fässern immer hin und die kaputt machen. Ja, das ist natürlich geil. Wow. Ich habe jemanden getötet. Irgendwas lacht doch hier, hört sich an wie Hyänen. Ja. Ich glaube, das sind einfach Hintergrundgeräusche. Ich bin verflucht. Das musst du beim nächsten Mal. Du hast jetzt 5% Lebensenergie verloren. Guck mal. So. So. Ach, da ist er einer. Einfach niederprügeln. Ja. Dann geht's. Pharos war jetzt für Kinder. Okay. Oh, da ist noch einer. Links. Du kannst echt nicht verflucht werden. Das ist total cool. Hier ist eine Echse. Ey, was ist das denn? Darf ich die platt machen? So, die mit Echsen habe ich ja so meine Probleme. Ja. Oh, krass. Titanitbrocken, Titanitscherbe. Hast du irgendwas davon? Nö, keine Ahnung. Also ja, aber du weißt, ich brauch's auch. Das kann sein, ja. Was ist mit dem Skorpion-Hybriden da? Genau. Das ist, guck mal, bei mir in der Welt. Oh, Sensefinsternis. Bei mir in der Welt, ne, ist das ein Geist, das heißt, es ist ein NPC, kein Feind. NPCs werden als in meiner Phantomwelt ja immer so angezeigt, als Geister. Gut, ist in dieser Geisterwelt hier nicht unbedingt so leicht zu erkennen, weil alle anderen auch nur als Silhouetten rumlaufen. Das stimmt allerdings, guter Tipp, aber Wir können uns mit der einfach. Oder? Es sieht natürlich aus wie eine Boss-Arena, aber ja. Du kannst mit ihm sprechen. Na denn? Ja, schönes Gespräch, gehen wir wieder. Ja. Und jetzt. Ah, ein Ring des Geflüsters. Oh. Welcher war das? Human. Oh, vorausschauend. Nicht schlecht. Trotzdem haben wir den vorgekauft, oder? Ja. Also, wer hätte das wissen können? Are you not afraid of me? Die einzige ich nicht. Ich hätte gern Bock, dir auf die Fresse zu hauen. Die einzige Stelle, wo man den Ring wirklich braucht. Ihr seid anders. Eigentlich bin ich nicht anders. Eigentlich bin ich auf der Suche nach Seelen. Du bist anders. Was ja, hat er denn gesagt? Ich bin anders. Ich will keine Seelen. Ich will ein Freund sein. Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Nett. Ich liebe Freunde. Aber toll. Noch einer. Wir müssen Geburtstag gratuliert. Super. Ja, die will ich nicht die Hand schütteln. Lass mal Arm drücken. Welcher Arm? Kann ich durch den Weg laufen? Nein. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Das ist so eine witzige Kiste. Hm? Hm? Die Siegerfaust. Und du bist der Größte, und du bist der Größte, wir schaffen das! Nobody knows when we were born. Or where our master has gone. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half.
Bessere hilft einfach, das ist klar. I wish to ask a favor of you. Okay. I want you to kill my betrothed. Once, I always found her at my side. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she came after me. We have been locked in combat ever since. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born my Könnte man den nicht so abknipsen von oben? This is some curse. I will be sure to assist you in return. Ich bin immer noch der Meinung, wenn du den Kopf vom Körper trennst, dann stirbt eins von beiden. Auch so, du bist ein Regenwurm. Ja? Leben beide Teile weiter? Sag mal so. Bei Seesternen ist das so. Glaube ich. In jedem der fünf Arme eines Seesterns ist ein Gehirn drin. Und wenn du einen abtrennst, dann lebt er, glaube ich, weiter und bildet sich so, glaube ich, zu einem neuen Seestern. Das ist aber, mein Seesternwissen ist allerdings Alles sehr fragwürdig. Du hast doch hier zwei Module Seesternwissen gehabt, oder? Ja, aber auch nur zwei. Schlauf Seestern. Ja. Ja, lustig. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, klar. Er ist Tag gesagt. Und ich soll seine Alte töten. Alles klar. Weil die im ewigen Kampf gefangen sind. Wo sind wir? Da können wir noch reingehen. Deswegen bleibst du auch schön stehen. Oha. Ach, guck an. Also wie viel haben wir denn noch? Weil hier brauchen wir, in dem Gebiet hier gibt es tatsächlich eine Menge, die man damit befreien muss. Drei. Hm. Ja. Mach einfach mal. Früher oder später, ne, wollen wir das ja sowieso mal sehen. Das ist jetzt ein Feind übrigens auch und gar kein Schwacher. Das habe ich mir gedacht. Der hat keine Finsternisschwäche, so viel weiß ich noch. Na los, komm, nochmal. Nochmal. Naja. Ja. Oh, der lässt was fallen. Ach nee, bei mir. Muss schön sein. Hi. Ach der. Oh, da ist Vengal. Das ist sein Körper. Ja? Ja, guck mal. Siehst du, ihm fehlt der Kopf. Und er sieht so aus wie Vengal. Jo. Mhm. Weiß nicht, die hellste Kerze auf der Torte. Weißt du, was lustig ist? Zeig ich dir gleich. Ein Witz ist lustig. Eine Fackel. Wenn du hier runter guckst, dann Opa. Siehst du, dass da die Stelle ist, wo Vengals Kopf liegt. Ah, witzig. Ja. Ist ihm sein Kopf hier runtergepurzelt? Genau. Untergelandet. Das war ärgerlich. In der alten Version des Spiels war sein Körper ganz woanders. Den haben sie erst hier hin platziert. Mhm. Naja. Nochmal? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dahinter jetzt wirklich was super Wichtiges ist. Das musst du sagen. Aber ja, mach einfach. Sicher? Es ist... In deiner Welt gucken wir mal uns die Statuen an und ja, mach einfach. Ich kriege alles. Es gibt insgesamt natürlich genug Duftzweige. So viel steht fest. Na, wenn du das sagst. Da ist Verlass drauf. Baby. Heil mich. Ah, okay. Ich schreie in Zukunft immer noch Sunny. Sunny! Okay. Oh. Boah, bist du ein geiler Typ? Der hat dein Schild geklaut. Ich will. Oh, sorry. Oh Mann. Wir sind ein Team. Kannst du nicht mal irgendwo reingehen und alles kaputt machen? Ich habe gerade eine Motte kaputt gemacht. Edler Knochenstaub. Oh, Freund. Alles klar, dann ist es doch nicht schlecht. Und Dämmerungskraut. Jo. Cool. Jetzt kann man da einen beherzten Sprung rüber machen. Ich werde gerade wieder rübergelaufen. Oh, okay. Was denn? Alles cool, ich mach einen Ofen. Ich habe mal gegengeschlagen, ne? Ja, ist kein Ding. Ey, das sind Metalltruhen. Ja.
Oh, Hellebal, oh, endlich habe ich die. Ja, schwarzer Ritter, krass. Okay. Kann man runter. Muss aber springen, ne? Glaube ich. Ja, mit Springen geht's auf jeden Fall. Vielleicht geht's auch mit Rollen, das kann ich dir nicht genau sagen. Ah, das weiß man schon. So, warte, das. Da geht's zum Leuchtfeuer zurück, das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Ne, warte mal, da ist hier noch ein Item. Hol dir mal das Item. Ein Item. Feuerwunde, endlich. Hier ist tatsächlich noch so eine Statue und der hält ein ziemlich wichtiges Item. Also den muss man auf jeden Fall befreien. Das kannst du durchaus gerne machen. Dann hast du... Hast du keinen mehr? Hast du einen Duftzweig weniger als ich? Offensichtlich, ja. Super. Okay, warte mal. Hervorragend. Aber falls das war's. Spiel löschen. Das war's, ja. Das Rätsel ist jetzt unlösbar. Naja, gut. Egal. Ich gehe mal weg. Was jetzt? Wir gehen jetzt? Ja, wir werden schon noch einen Duftzweig finden für dich. Ach so, dann vielleicht kommen wir wieder her. Ja, genau. Hervorragend. Man ist ja nicht weit vom Leuchtfeuer weg. Ja, das Problem ist, man kommt dann oben nicht drauf. Ja, sei denn, du gehst hier hoch und hüpfst da rüber. Das geht nicht. Nee, stimmt, das geht echt nicht. Aber, naja, du hast ja gesehen, man kommt da hin. Super. Wie auch immer. Ich hau mal ab. Ja, ist klar. Lässt dich ganz alleine ins Abhaus. Kannst du nicht sogar noch bei der Hexe, bei der Händlerin in Majula einen Duftzweig kaufen? Haben wir den schon gekauft? Darf ich mich ransetzen? Ja. Die Folge ist eh zu Ende. Super. Was mache ich denn hier? Also. Super toll. Hätte ich das vorher gewusst. Das hätte ich alles nicht gemacht. Und so. Meinst du die da? Genau. Ich glaube, die verkauft einen. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon gekauft haben. Na, siehst du. 12.000. Ist ja ein Schnapper. Ja. Ich kaufe mir den auch mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Verdammt. Ich krieg niemals Level. Nee, das war's. Das war's. Den Rest muss jetzt für immer in Zaubereien investieren. Ich werde mir mal ein paar Taschenseelen auspacken und noch ein Level aufsteigen. Okidoki. Den Knochenstaub kannst du noch verbrennen. Das wollte ich gerade tun. Alles klar. Da sind wir uns ja einig. Ha. Ich hau mal so ein paar Asketenleuchtfeuer durch. Ja. Das ist ein freies Land, also. Yeah, bin ich jetzt auf plus 4? Jo. Jo. Cool. 8 plus 4, das ist doch schon mal also was. Das ist was. Und das geht bis wie viel? 5. Oh. Oh. Das ist ja nicht mehr so viel. Und 4 Estos fehlen ja noch. Also viermal die Scherbe musst du noch finden. Mhm. Und das ist auch schon auf Maximum. Krass. Müsste 12 und 5 sein, ja. Mhm. Okay, alles klar. Cool. War doch erfolgreich. Wir haben deine Schattenruinen schon mal angefangen und den Nebelteil des Waldes auch komplett durchgehauen. Jetzt hast du noch ein Level. Hast du vorher nachgeschaut, wie viel du brauchst? Nö. Weil das siehst du ja in deinem Statusbildschirm. Ja? Mhm. Das ist interessant. Ernsthaft, oder? Ey, das gibt nur noch ein. Mann. Es gab doch mal 1,5, oder? Ja. Wahrscheinlich bis Level 20. Na ja, klar. Hast du noch diesen, trägst du eigentlich diesen Ring, der deine Belastung erhöht? Stimmt, den kann ich ja, glaube ich, auch noch tragen. Du hast recht. Ach, und dass man mir auch immer alles sagen muss. Ganz oben dürfte der sein. Der Schwarze da. Das ist meine Belastung. Na, was willst du noch? Guck mal an. Ja. Das muss ich jetzt noch kurz machen. Mach das mal. Am meisten bringt ja die Rüstung, ne? Die ist aber auch am schwersten. Oh. Genau. Aber die kommt noch hin. Also die kannst du tragen. Krass, ne? Ja. 500 Kilo drauf. Bäm. Schon trägst du Steinplatten. Ach, 71,3. Scheiße. Wie jetzt? Nee, das ist nicht Havels. Also okay, alles klar. Das ist Havels. Das ist die Finsterschuld. Wirklich. Ja, das ist ein teures Pflaster hier, ne?
Und guck mal, das ist ganz knapp. Nee, Quatsch, das da. Du könntest aber die Handschuhe ausziehen und dafür dann die Stiefel tragen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich. Nee, es lohnt sich nicht. Nee, das sind 83. Und die könnte dann deutlich leichtere tragen. Ja. Guck mal hier. Die Differenzen 62 im ersten Wert. Das lohnt sich. Das ist aber gar nichts mehr, dann trägst du nichts mehr. Oh, da oben, die zweiten Schuppengamaschen. 60 Punkte wieder runter. Nee, weißt du was? Ich kann auch warten. Ich kann warten, bis ich es mir leisten kann und alles wird. 73,3. Ich habe noch zwei Level. Den Helm? Den Wengals-Helm, meine ich? Kannst du den nicht tragen? Ah, guck mal. Der ist schon mal doppelt so gut. Und du hast ein cooles Monster als Kopf. Ja. Ja, doppelt so viel Verteidigungspunkte wie vorher. Sieht mega gefällig aus und so. Naja, okay. Mhm. Er ist schon okay. Sehr schön. Haben wir. Ey, wann kriege ich denn hier mein Zeug wieder? Welches Zeug? Meine Lebenspunkte, meine vollen. Achso, du musst Menschlichkeit einsetzen, Menschenbild einsetzen. Echt jetzt? Ja. Wie assi? Verflucht werden ist das gleiche wie sterben in dem Spiel. Du verlierst deinen Menschlichkeitsstatus und 5% deiner Lebensenergie. Das ist aber unfreundlich. Mhm. Das ist nicht so nett. Also du stirbst ohne zu sterben sozusagen. Das ist sehr witzig. Alles klar. Okay, cool. Haben wir das war Folge 36. Nee, Blödsinn. Das war Folge 32. Hast du mal irgendwas gesagt? Ja. Das ist Folge Omega. Alles klar. Ja, dann beim nächsten Mal meine Schattenruinen und deine Schattenruinen und so weiter. Mhm. Dann geht's einfach weiter an der Stelle. Alles klar. Sehr schön. Bis denn. Bis denn.